Mit den Weltmarktführern im Depot erfolgreich agieren an den Börsen, das tut die GSV GmbH. Und bevor wir gleich mit Günter Schlennert, dem Geschäftsführer, sprechen, gucken wir uns noch die Kenndaten des Depots an. Im vorderen Drittel im Anlegerprofil ausgewogen, mit einem Plus von 5,24% aktuell vertreten. Man hat noch eine ganze Menge Liquidität. Frage ist natürlich, ob man da vielleicht noch mit einer Jahresendrallye rechnet oder woher diese Liquidität rührt bei 21 Trades in diesem Jahr, und der Chartverlauf zeigt einen Chart, der in der Tat in der zweiten Jahreshälfte dann einen deutlichen Aufwärtstrend signalisiert, und genau über dieses Depot wollen wir nunmehr reden mit Günter Schlennert, der zu uns gekommen ist an die Börse Stuttgart. Zunächst ganz grundsätzlich gefragt, was macht den Charme der Weltmarktführer im Depot für Sie aus? Ja, den Charme für uns macht aus, dass wir diese Werte, die wir aufgenommen haben, vor dem Hintergrund der Euro-Krise auch bewertet haben. Das heißt, dass wir auch gerade was diese Werte anbelangt, uns über die Dividende und natürlich auch über die Preisfestsetzungsmacht in Zukunft doch einen deutlich kontinuierlichen Zuwachs erwarten. Und das war eigentlich der Grund, warum dass wir uns für diese Aktien entschieden haben, und natürlich auch aufgrund der Transparenz, da unsere Kunden eben mit diesen Werten ganz deutlich umgehen können, sie verstehen und sie an der täglichen Anwendung in der Regel wiederfinden. Dann gucken wir doch mal ins Depot hinein, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Erzählen Sie uns und erklären Sie uns doch mal, welche Weltmarktführer Sie im Depot haben. Ja, also zum Beispiel, wir haben drei Schweizer Weltmarktführer, aus zwei davon aus der Branche der Pharmazie. Das ist Roche und Novartis. Wir haben mit Nestlé den Weltmarktführer im Nahrungsmittel- und Genussmittelbereich. Übrigens auch derjenige, der über 30% Wasserrechte besitzt. Wir haben dann in den USA auch drei Werte, wo wir überzeugt sind, dass sie langfristig für uns eine sehr gute Entwicklung abliefern werden. Das ist die Firma Altria, auch ein Nahrungs- und Genussmittelhersteller, die Firma Pfizer aus der Pharmazie und Johnson & Johnson im Konsum- und Pharmabereich tätig. Das waren für uns auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir gesagt haben, wir wollen auf alle Fälle den Schweizer Franken auch mit im Boot haben, und wir wollen darüber hinaus auch den US-Dollar berücksichtigen. Das waren für uns zwei wesentliche Bausteine, um die wir diese Aktien positioniert haben. Heißt das im Umkehrschluss, Sie trauen dem Euro nicht mehr? Wir trauen dem Euro sehr wohl. Die Frage wird sein, wie lange uns die Krise begleiten wird. Ja, momentan sind die Lösungsvorschläge eher zeitlich unbegrenzt. Ja. Und wir sind schon der Meinung, dass je länger dieses Thema natürlich auf der Tagesordnung steht, die Volatilität und damit auch das Vertrauen in die Börsen immer wieder sehr hoch sein wird. Das heißt, die Schwankung sehr hoch sein wird, die Volatilität sehr hoch sein wird. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns eher der Kontinuität und dem Werterhalt widmen. Und das war eben der Grund für zwei Währungen wie den Schweizer Franken und den US-Dollar zum Euro, und natürlich auch für die Werte bzw. für die Branche, für die wir uns entschieden haben, die im Allgemeinen sehr, sehr konservativ und eher defensiv natürlich aufgestellt ist. Das sind in der Tat Weltmarktführer, die Sie da gerade genannt haben. Es sind vorwiegend auch Aktien. Es fällt auf, Sie haben einen Fonds im Depot, den DWS Gold Plus. Das heißt, auch da setzen Sie eher auf Sachwerte und auf Langfristigkeit. Genau so ist es ja. Wir haben das Gold einfach berücksichtigt, waren da in einem gewissen Entscheidungsneurose. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dieses Gold abzudecken. Wir haben uns für den DWS Gold damals entschieden. Er wird ja auch 1:1 ja über den Goldpreis, oder bildet den Goldpreis ab. Und darüber hinaus haben wir natürlich keine Kosten, was die Verwahrung und Verwaltung angeht. Also so gesehen haben wir uns jetzt für den DWS Gold entschieden, der nicht mehr aktiv vertrieben wird, aber immer noch gekauft werden kann. Schlussfrage mit Blick auf das Börsenjahr 2013 schon einmal. Ich habe es doch gerade angesprochen am Beginn dieses Gespräches. Eine 500.000 circa haben Sie noch Liquidität. Das heißt, grundsätzlich erhoffen Sie sich noch gute Einstiegskurse, um dann nochmal richtig zuzuschlagen, auch als Langfristanleger? Zum einen muss ich jetzt dazu sagen, Herr Freinig, dass diese 500.000 Liquidität von der Liga her eine gewisse Eingrenzung haben. Das heißt also, wir dürfen nur 50% Aktienquote fahren. Einen höheren Anteil können wir gar nicht allokieren oder anlegen. Deswegen haben wir uns mangels Alternativen im Anleihenbereich, im Rentenbereich entschieden, das mal auf dem
Geldmarktkonto oder auf dem Konto zu belassen. Gleichwohl wir wissen, dass die Verzinsung sehr, sehr uninteressant ist im Moment. Allerdings sind wir überzeugt davon, dass wir, ich betone das gerne nochmal, durch unsere Aktienwerte, für die wir uns entschieden haben, deren Dividendenqualität und natürlich auch deren Unabhängigkeit von einer etwaigen Euro-Situation, wie sie sich auch immer gestalten wird in Zukunft, dass wir dort eine vernünftige, ruhige und ich denke doch inflationsgeschützte Performance erzielen werden. Und das ist ja das Wichtigste, dass man mit seiner Geldanlage gut schlafen kann. Das können Sie hoffentlich. Das war Günter Schlennert von der GSV Vermögensmanagement aus München. Herzlichen Dank für das Gespräch.